Willkommen zurück, ihr lieben Freunde meines Kanals, hier zu Resident Evil 4 Remake. Habe ich was zum... Nö, aber ich kann hier mal theoretisch die Edelsteine schon mal anfangen einzusetzen. So, dann fehlen mir nämlich nur noch zwei und dann haben wir da nämlich 50.000 jetzt schon. Also die Wertigkeit ist jetzt schon ziemlich hoch. Ich habe noch ein Fischli, das werde ich jetzt mal essen. So. Ich habe noch ein kleines Fischli, sehe ich ja. Okay, ansonsten nö, bin ich eigentlich ganz gut ausgerüstet für hier. Ah ja, ich wollte ja mal was ausprobieren. Und zwar so einen Kasten. Ich habe jetzt hier nämlich so das Dinge gefunden. Genau, den seltsamen Quader habe ich jetzt gefunden. Und den kann man ja in diesen Dingern hier einsetzen. Ah, die muss man vorher drehen, dass er auch passt. Ah, das ist ja nice. Das ist ja eine coole Sache. In so einer Art Magic Cube. Das ist ja witzig. Gute Idee, aber... Ja, so passt er. Ah ja, die Schmetterlingslampe, da kann auch nochmal was eingesetzt werden. Nur das Beste vom... Das heißt, wir können jetzt noch eine ganze Reihe backtracken. Das heißt, wir können jetzt noch eine ganze Reihe backtracken. Komm. Okay. Hey, wir sind da. Ja, ging ja ganz fix, ne? Ging ja ganz fix, ne? So, hier sind nämlich noch zwei von diesen verschlossenen Dingern. Und da vorne ist sogar noch ein Schatz. Was zur Hölle? Okay, krass, wir müssen jetzt richtig backtracken, Leute. Da müssen wir jetzt einmal durch. Aber wir brauchen die Kohle. Ihr habt gesehen, welche geilen Upgrades wir freischalten können. So, wir brauchen das Geld. Ich meine, wir haben jetzt ja hier alle platt gemacht. Wer wird jetzt hier doch bitte nicht nochmal Leute platzieren, das Spiel? Nee, dankeschön. Wäre jetzt auch ehrlicherweise ein bisschen mies, einfach nochmal mir so Gegner hinzustellen. Ah, hier brauchte ich einen kleinen Schlüssel. Ein Goldplättchen. Dankeschön. Und genau, hier haben wir dann nämlich nochmal Schrank mit rechteckiger Vertiefung. So, und dann müssen wir mich wieder drehen. Nee, das ist falsch. Müssen wir nach oben drehen. Genau so. Zack. Die Justitia-Statue gefunden. So. Dann haben wir hier soweit alles. Ah, hier. Wir haben hier noch einen Schatz und noch eine Wand mit Durchbruch haben wir hier. Wenn wir da hinkommen, werden wir uns dann angucken. Okay, ja. Wir haben ja Zeit, Leute. Wir haben Zeit, da wird gebacktrackt. Weil am Ende, ich sag's nur nochmal, brauchen wir auch die Kohle, um unsere Items aufzuwerten. Sonst wird das nämlich alles nichts. Okay, der Schatz wird hier angezeigt.
kann ja dann eigentlich nur unter mir sein. Muss ein bisschen aufpassen, weil auch hier können natürlich jetzt nochmal Gegner platziert worden sein. Ich hoffe es zwar nicht, aber... Achso, ich komme ja von da aus gar nicht dahin. Ich hoffe es natürlich nicht, aber dieses Spiel macht natürlich manchmal Dinge, die... Ja, Spiel halt dann so tut. Aber es gehört bei Resi mit dazu, also ne, bei Resi 4. Ne, Backtracken nachschätzen gehört ja einfach mit dazu. Das ist hier einfach Content. Okay, wo ist jetzt dieser blöde Schatz? Also angeblich müsste er jetzt hier so drin sein. Das ist halt wirklich mir... Also das, der ist ja echt gut versteckt. Ah, da ist er. Er wäre doch hier gewesen. Da ist er. Ah, ich kann ihn leider nicht von hier aus looten. Ach, schade. Ah, schade. Ich dachte, ich kann ihn von hier aus manchmal so durchs Gitter greifen, aber leider reicht mein Arm dafür anscheinend nicht aus, um eine Runde durchs Gitter zu greifen. Ich meine, manchmal hat man natürlich Pech und dann sind das halt irgendwelche Billo-Items. Was denn? Achso, ich war zu schnell. Entschuldigung. Entschuldigung, ich war zu schnell. Ein Saphir. Genau, den können wir dann nämlich gleich nehmen und können ihn platzieren. 68.000 für die Krone. Boah, ich weiß noch, als ich super neu war in Resi 4, habe ich teilweise die Items roh verkauft. Ich dachte, ah, was macht das schon aus? Ne, aber ja, die Items aufbauen ist super wichtig. Also natürlich könnte man jetzt sogar noch drauf pokern, halt bei manchen Items sich dann wirklich die richtigen Edelsteine aufzuheben. Das mache ich ja gerade nicht, um wirklich das Maximale an Geld rauszuholen. So, jetzt will ich... Nee, ich glaube... Ja, hier ist dann vom... Ich glaube, durch den... Ja, ich glaube, da sind, können wir hier auch... Also ich muss mal gucken, nicht, dass die, wie gesagt, nochmal neue Gegner hingestellt haben. Das wäre schon mies, wenn sie dann nochmal neue Gegner platziert hätten. Dann drehe ich auch um. Dann gucke ich, dass ich mich da irgendwie anders hinquäle. Wenn jetzt hier nochmal neue Gegner kommen, weil das Spiel speichert gerade ab. Ja, ich müsste jetzt hier halt einmal durchbrechen. Komm, wir probieren das aus. Oh nee, komm, wir probieren es nicht aus. Oh Gott, sie greifen auch von hinten an. Okay, komm, wir probieren es nicht aus. Laden. Ist das der richtige Spielstand? Ja, 16:09 ist der richtige Spielstand. Ja, ja, das machen wir nicht. Also ich, ne, so gerne ich das hier backtracken würde, möchte ich jetzt nicht noch mehr Munition hier verbrauchen. Dann gehen wir da anders lang. Komm. Ja. Den Stress geben wir uns nicht. Weiß ich nicht, muss man ja auch nicht, oder? Ich meine, könnte man, ich weiß nicht, ja gut, klar, ich könnte dann natürlich Gegenstände looten. Hey, wir sind da. Aber am Ende verbrauche ich ja noch einfach eine Menge Munition. So. Genau. Du hast den Geruch. Ich finde es aber auch immer wieder schön,
Genau, jetzt kommen wir nämlich hier in den Burghof und vom Burghof aus kommen wir nämlich daran, da lang. Des Kampfes an dir kleben. Nee, ich finde es aber auch wirklich schön, dass es zwei, drei Möglichkeiten zum so zwei, drei Möglichkeiten gibt, mal das Spiel ein bisschen ruhiger werden zu lassen. Gegen nicht ganz so viele Gegner zu kämpfen. Einfach auch ein bisschen die Atmosphäre zu genießen. Ne, zu gucken, ob es neue Fischis gibt. Ne, einfach mal Ashley meine Lieblingsnebenbeschäftigung zeigen, Fischis zu looten. Ne, der Gärtner war auch noch nicht unterwegs. Dann haben wir nämlich hier einmal genau Wand mit Durchbruch. Da gehen wir jetzt nicht gleich hin. Ja, ganz miese Erinnerung, ich weiß. Ja, lol. Ah, genau, hier war das gewesen. Komm. Ja. So. Gehen wir einmal da rein. Immerhin gibt es Munition zurück. Ist offen. Yes, dankeschön. Einmal den Götzen. Oh, die Chronik der Familie Salazar. Chronik der Familie Salazar. Die Linie der Salazar steht kurz vor ihrem Ende. In dem Bemühen, Ramons Krankheit zu heilen, ließ seine Mutter Catalina den Teufel ins Haus. Es folgen die kurzen Lebensläufe jener, die diese namenhafte Blutlinie zu dem gemacht haben, was sie heute ist. Die erste Generation, Graf Gregorio der Eroberer. Gregorio führte seine Männer an, das Übel zu beseitigen, dem die Burg anheimgefallen war. Als Anerkennung für seine Tapferkeit wurde ihm der Titel des Grafen verliehen und er wurde mit der Aufgabe betraut, noch viele Generationen die versiegelten Dämonen zu bewachen. Merkt euch das. Zweite Generation, Graf Hippolzio der Versiegler. Unter immensen Anstrengungen versiegelte Hippolzio die Dämonenplage, die aus der Erde emporgedrungen war. Er erlag den Wunden, die er im Kampf erlitten hatte. Dritte Generation, Graf Gregorio der Architekt. Angetrieben von einem vernunftwidrigen Verfolgungswahn, vergeudete Gregorio sein unvorstellbares Vermögen für übertriebene Verteidigungsanlagen und seltsame, ausgeklügelte Vorrichtungen. Vierte Generation, Graf José Alonso, der Ruhige. Alonso war bestrebt, der Familie wieder zu altem Reichtum zu verhelfen. Fünfte Generation, Graf Alejandro, der Großzügige. Seiner verspielten Natur erlegen ließ Alejandro einen Burggarten sowie einen Ballsaal erbauen. Er verstarb frühzeitig. Sechste Generation, Gräfin Maria Isabel. Die Dame Gräfin Isabel, die ehemalige Prinzessin, regierte viele Jahre, bevor sie mit 90 Jahren verstarb. Siebte Generation, Graf Diego der Ernste. Wie seine Vorgängerin war Diego außerordentlich streng. Er starb durch Teufelshand. Oha. Achte Generation, Graf Ramon. Seine Krankheit hätte ihn niederstrecken sollen. Ja, einiges erfahren, ne? Dämonen, die aus der Erde emporstiegen. Die versiegelt wurden und einen Teufel, den sich Ramon ins Haus geholt hat, das ist seine Mutter, denn Ramon ist krank und ja, es wurde nach Heilung gesucht. Ah, interessantes, darum geht es erstmal nicht. Es geht erstmal gar nicht um die Wertigkeit, es geht erstmal vor allem darum, dass wir da
hinten wieder hinkommen. Es geht erstmal gar nicht um die Wertigkeit. Es geht erstmal darum, dass wir hier halt auch noch dieses super wichtige Tagebuch gefunden haben, das uns ja einiges, ich überlege gerade. Nee, mach mal lieber von der anderen Seite aus. Dass uns ja wirklich nochmal einiges über die Story hier im Spiel verraten hat, nämlich über die Story von Salazar, möchte ich euch jetzt auch gar nicht zu viel wegnehmen, also vorwegnehmen, aber die Story ist halt wirklich sehr interessant. Die wird halt nicht so offen dargelegt. Verkaufst du dieses Ding? Ja, klar. Wie man es aus anderen Games gewohnt ist. Also, ne, es ist nicht so hart wie bei den Souls-Games, wo wirklich so man auf alle Zusammenhänge irgendwie achten muss. Also es ist schon noch ein wenig einfacher, aber gleichzeitig auch auf seine eigene Art und Weise wird dir halt nicht alles vor die Füße geworfen. Das heißt, wenn du überhaupt nicht die ganzen Tagebücher und so weiter findest, wirst du eine Menge nicht verstehen von der doch sehr guten Hintergrundstory des Spiels, wie ich zumindest finde. Also ich finde sie sehr gut. Also auch wenn die Story ein wenig verspielt ist. Ach guck mal, jetzt sind sie hier auch schon wieder unterwegs. Ja, weit muss ich ja zum Glück nicht. Also auch wenn die Story hier so ein bisschen verspielt ist. Doch, komm schon. Also auch wenn die Story hier ein bisschen verspielt ist, ist sie ja trotzdem sehr, sehr gut. So, ich muss nämlich eigentlich nur da vorne jetzt rein und das eine Item noch looten. Aber warte mal, da war irgendwas. Ach, das war ein verschlossener Schatz. Shit, ich habe gar keinen Schlüssel dabei. Ne, ich hab keinen kleinen Schlüssel. Wir können umkehren. Also wir können da oben noch die Peseten holen. Außer da ist jetzt alles voller Gegner hier drin. Dann können wir die schnell noch holen. Schnell nach oben hier. Will nicht alles backtracken müssen. Kommst du von alleine runter, muss ich dir helfen. Okay, kommst von alleine runter. Sehr gut. Ja, Backtracking beendet, Leute. Aber wie gesagt, auch spannende Sachen gefunden. Darunter auch Story-Relevantes. Aber wir wollen ja hier auch alles finden, ne? Wir wollen ja. Also einen klaren 100% Durchlauf kriege ich wahrscheinlich nicht hin. Da habe ich wahrscheinlich schon wieder zu viel links und rechts liegen lassen. Aber ich gebe mir ja zumindest immer Mühe, dass wir zumindest auch mal so wirklich den ganzen Nebenkram machen. Auch die kleinen Mini-Missionen und so. Dass wir da alles machen. So. Genau, die Waffenkammer haben wir gemacht. Dann können wir jetzt als nächstes mal diesem Weg hier folgen. Ah ja, da ist eine Ratte. So, bin hier der Rattenfänger. Oh, das ist der Speisesaal hier. Ah, da ist der nächste Kopf. Ab mit dem Kopf. Ja, ja, wenn ich dazu greife, dann passiert natürlich was. Lasst uns vorher den Raum looten. Ein Speisesaal. Essen? Hier? Nee, danke.
War aber fast das richtige Zitat. Resident Evil 1, A Dining Room. Okay, man kann sie sich hier hinsetzen lassen. Ach so, wir müssen dann sitzen wie auf den Bildern, ich verstehe. Hey, hast du eigentlich viele solche Einsätze? Ja. Allerdings habe ich meist nicht so eine nette Begleitung. Ist das ein Kompliment? Das überlasse ich dir. So, erstmal die Blumen vom Tisch geklaut. Ja, ich bin mal gespannt, so im Original... ja, ist Ashley am Ende schon ganz schön Fan von Leon. Mal gucken, wie sie es jetzt hier im Remake gemacht haben. Okay, also erstmal kommen hier keine Gegner im Speiseraum. Okay, also, wir müssen halt wahrscheinlich gucken, wie hier gedeckt ist. Ich will gucken, ob ich noch was looten kann. Übrigens, wunderbare Tischdeko, hier einfach so ein Kopf. Wunderbare Tischdeko. Alles klar, also, die Dame sitzt bei zwei goldene Gabel, goldene Löffel, zwei Messer, Glas und so ein Butter-Dingsbums. Also, wir müssen jetzt also nach der richtigen Deko suchen. Das ist Silber und nicht golden. Ich glaube, die Farbgebung ist immer recht wichtig. Muss man gucken. Weil es kann auch einfach wieder jetzt nur ein Licht sein, das da nicht funktioniert. Ah, sie hat noch ein Gläslein mit dabei stehen. Das heißt, sie muss auf diesen Platz. Anweisung geben? Hier. Hey. Okay. So, und der Mann. Ich habe auf jeden Fall eine Pulle, drei Messer, zwei Gabeln, einen Löffel. Ja, das dürfte dann das Ding sein. Scheint, wir lagen richtig. Ja, hab ich doch gut gerätselt hier. Genau, hier kann man sich die Bilder nochmal im Ganzen anschauen. Der sieht ein bisschen einfältig aus, der König. Hat nicht so wirklich Bock. Ah ja, da ist der Ballsaal, da müssen wir ja auch noch rein. So, einen Kopf müssen wir jetzt noch finden. Lass mich raten, hier lang. Wer bist du da oben? Oh nein. Okay. Nachdem wir jetzt ja wirklich eine ganze Weile richtig Glück hatten. Glaube ich, kommt jetzt wieder eine Hardcore-Action-Szene. Keine Chance.
Senor. Somos tu martillo. Leon! Ich fürchte, sie haben uns. Oh Gott. Ja, ich sehe ihn da oben schon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Danke. Jederzeit. Oh Gott. So, ja, wieder zu dir. Oh nein, oh, ich habe Ashley erschossen. Also doch nicht, doch habe ich. Oh fuck. Oh, der. Absicht. Ah, Scheiße, mein Kopf. Shit. Oh Mann. Stehen bleiben. Geht auf den Balkon. So
Ja, ich muss halt gucken, dass ich den Typen zuerst erledige. War richtig dumm, aber ich will den Typen oben halt zuerst erledigen. Warum? Weil der halt, ja, ist halt dumm, den Typen halt einfach so stehen zu lassen. Okay. Okay, ich glaube, wir haben es. Den Typen da oben habe ich auch schon erledigt. Okay, ich glaube, wir haben es. Ja, alles gut. Okay, diesmal aber ohne Raketenwerfer. Den gab es ja nämlich im Original, gab es an der Stelle noch einen Raketenwerfer. Komm. Ja. So, Blendgranate brauchte ich diesmal nicht. Habe ich schön gespart. So, einmal noch grünes Kraut. Nice. Ja, diesmal deutlich besser als beim ersten Versuch gerade. Ja, der Typ muss halt wirklich zuerst fallen. Ne? Weil der kann die halt alle danach schlüpfen lassen, die Plager. Mit seinem Gesang oder mit seiner Anbetung. Der lässt die halt alle wirklich knallhart schlüpfen. Oh, das ist echt schön aus, ne? Muss man wirklich sagen. Das, das ganze Burgschloss ist ihnen wieder sehr gut geglückt. Ich frage mich, ob sie da auch wie bei Village sich wieder ganz viel in Europa umgeschaut haben, um wirklich zu gucken, wie man halt so eine Burg richtig schön gestaltet. Aber... sie haben es ja bei Village gemacht, also können sie es auch einfach jetzt hier nochmal sozusagen wiederverwendet haben. Ich meine, ich glaube ja, dass das Remake deutlich länger in Entwicklung ist, als man jetzt denkt. Also ich glaube nicht, dass sie erst nach Village mit der Entwicklung von Remake von Resi 4 angefangen haben. Ich glaube, das hat schon während... Tja, da habe ich dich. Während der Entwicklung von Village haben sie wahrscheinlich schon das Vierer-Remake gemacht, weil zumindest kenne ich das so aus anderen Produktionen, dass dann einfach mehrere Teams beauftragt werden. Da gibt es dann so ein Team, das arbeitet an den Remakes und ein Team arbeitet an dem nächsten Teil. Also ich glaube, dass auch schon im Hintergrund schon längst an Resi 9 gearbeitet wird. Sonst dauert das ja dann auch alles ein bisschen eine halbe Ewigkeit, so bis die einzelnen Spiele erscheinen würden. Stimmt, hier kann man jetzt ja mit dem Messer ganz einfach ran. Genau. Das war's wohl. So, dann noch den Hebel ziehen und wir haben alles, ne? Ja. Den Hebel ziehen, dann haben wir auch die Köpfe alle zusammen.
für das Rätsel. Kann ich eigentlich... nö, das kann ich aber so verkaufen. Genau, Justitia kann ich so verkaufen. Den Götzen und das Goldplättchen kann ich so verkaufen. Und die anderen Schätze muss ich eben noch aufbauen. Sieht gut aus. Wenigstens denkst du positiv. Wenigstens denkst du positiv. Immerhin, ne? So, gibt's hier unten in den Zwischenräumen noch irgendwas zu looten? Ja, das ist nämlich noch ein... Achso. Wollte sagen, wer entführt dich denn gerade schon wieder? Ein gelber Diamant. Oh, das ist jetzt super. Denn den kann ich natürlich sofort einsetzen. Und dann habe ich wirklich echt gute Farben zusammen. 100.000 für die Krone. 100.000. Das hat sich richtig gelohnt. Ja, wir gucken uns natürlich überall nochmal schön rein hier. Ob hier noch irgendwo was zu holen ist. Nö, ne? Aber, ne, der gelbe, der war jetzt richtig gut. Der war schön. 100.000 Peseten gibt es jetzt erstmal. Cash and Hash. Und eine Ratte muss ich noch finden. Ah, Pistolenmunition nochmal. Flintenmunition. So, die drei Köpfe zusammen. Ja, im Original musste ich Reliefs suchen. Die haben wir jetzt ja da schon, witzigerweise. Die Reliefs. Ah ja, natürlich kommen sie jetzt nochmal. Nee, ne? Aber wo will er sie hier hintragen? Entfern dich! Moment! Boah, voll in die Presse! Alter, voll in die Fresse! Hab nicht mehr einen Fisch zum Essen. Hey, alles klar bei dir? Alter, ich habe eine Sense in die Fresse bekommen. Es gibt Dinge, auf die kann man verzichten. Sense im Fresse gehört mit dazu. Bibliothek muss ich jetzt als nächstes nochmal hin. Denn da ist auf jeden Fall noch eine Ratte. Irgendwo ist hier noch eine Ratte. Warte mal, und zwar... Aufträge. Achso, das war ganz... Genau, das war hier unten. Da. Zwei von drei. Ja, es kann hier aber dann auch hier Zwischenziel dann sein, ne, deswegen. Dein Auftrag ist vom Tisch, was? Ich genau. Wusste, auf dich kann ich zählen. Wofür das habe ich 14, ich habe ich jetzt. 14, 14, 14. Wo wir unsere Ware her haben? Das willst du nicht wissen, Partner.
Ah, ich finde das Hochleistungszielrohr nicht schlecht. Ah, erhöht die Wahrscheinlichkeit, rotes Kraut zu finden. Ist natürlich auch nicht schlecht. Ha, bin ich mir noch nicht so sicher. Wir verkaufen erstmal was. Stirb. Und zwar verkaufen wir auf jeden Fall die Krone, die ich jetzt ja schon so schön ausgestattet habe. Das Erbstück einer Familie mit Rang und Namen. Einige der Juwelen wurden entfernt, kann mit bestimmten Edelsteinen kombiniert werden. Ja, das kann ja dann nur die Familie Salazar sein, deren Krone ich jetzt hier gefunden habe, die immer 100.000 Peseten wert ist. Schön. Mir da draußen willkommen. So, verkaufen wir erstmal das Goldplättchen, Götze. Die Statue hatte ich noch nicht, gucke ich mir gleich noch an. Ich kaufe fast Fremder. Oh, 140.000, nice. Ein hübsches Sümmchen. Komm. So, die Dame, die Justitia, die Statue einer ehrfurchtgebietenden Göttin. In ihrem ausgestreckten Arm hält sie die Waage der Gerechtigkeit, lässt sich verkaufen. Oh, sieht ganz nett aus. Sieht ganz nett aus, oder? Justitia siegt über die Schlange. So, dann weg mit dir. Ein hervorragender Deal. So, und jetzt können wir halt richtig tun. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Auch ein Messer braucht hin und wieder etwas Pflege. Könnte zwischen Leben und Tod entscheiden. Ja, deswegen das Messer bauen wir auf jeden Fall auf. Probier mal, ob's passt. Damit hättest du unseren Standardservice für diese Waffe ausgeschöpft. Wenn du mehr willst... Tja, Kleinigkeit. So. Weiterhin viel Glück, Fremder. Die Punisher weiter aufbauen, weiß ich nicht. Ob ich da nicht lieber eine andere Waffe investiere. Deine Waffen sind in guten Händen, Papa. Ich glaube, die nächste Pumpgun finde ich eh erst wesentlich später. Wegen Magazingröße. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Auf die Details kommt's an. Wirst schon sehen. Ja, hier können wir auf jeden Fall mal die Angriffskraft nochmal stärken. Bist du beeindruckt? Stirb mir da draußen nicht weg. So. Ja, das war jetzt ganz gut, ihr lieben Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ich habe endlich wieder ein bisschen hier gesammelt. Ein bisschen Schießpulver. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz doll fürs Zuschauen und dann werden wir die drei Köpfe einsetzen und gucken, wo wir da rauskommen. Wie immer freue ich mich auf euer Feedback und eure Kommentare. Haut rein und gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. BB, euer Hyuga. War eine geile Folge und genauso geil geht's auch weiter.